Verdammt. Ich wollte eigentlich. Ich habe gerade so hier meine Waffen verbessert und jetzt. Aber wir müssen ja nicht sofort mit ihm reden, ne? Nein, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich wollte eben nochmal an die Rüstungswerkbank. Und. Entschuldigung, haben wir nicht geredet? Nein, haben wir nicht. Ich gehe jetzt erstmal in die Rüstungswerkbank und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffe ich. Okay, er lässt mich nicht in Ruhe. Wir reden mit ihm. Wow. Stopp. Natürlich. Was hast du auf dem Herzen? Danke. Das ist kein förmliches Treffen, nur ein offenes Gespräch. Wir beide hatten wohl keinen guten Start und ich finde, dass ich mich entschuldigen sollte. Von dir zu erwarten, die Standards der Bruderschaft anzunehmen, ohne uns zu kennen, war unfair. Ach. Und da du unsere Überzeugungen so gut verinnerlicht hast, war die harte Vorgehensweise fehl am Platz. Angst, ich verlasse euch? Also doch ein Mensch. Das war nicht einfach. Irgendwie sehe ich gerade ziemlich dämlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Das zu sagen war bestimmt nicht einfach. Irgendwie nicht. Mein Pate als Anwärter war Paladin Creek, der härteste Truppführer, unter dem ich je Krieg. gedient habe. Er war ein Vorbild und verkörperte die Werte, nach denen jeder Anwärter strebte. Absolut loyal, gefestigt in seinem Glauben und unglaublich tapfer. In seinem Trupp wurde ich von Beginn an anders behandelt, als ob er mich härter als den Rest des Teams rannehmen würde. Ich kämpfte lange an seiner Seite und es gab wirklich brenzlige Situationen. Aber er gab mir nie eine Erklärung für meine Behandlung. Nicht nur du? Hast du ihn mal gefragt? Hast du ihn mal gefragt, warum? Ich wollte es, hatte aber leider nie die Gelegenheit dazu. Nach meiner Beförderung zum Paladin bekam ich einen eigenen Trupp und erfuhr, dass Creek auf der Adams Air Force Base umgekommen war. Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Ich hatte schon vorher Brüder und Schwestern verloren, aber sein Tod nahm ich wirklich mit. Ich habe es erst spät erkannt, aber Creek war aus dem gleichen Grund mir gegenüber hart, aus dem ich dir gegenüber hart bin. Ich glaube an dich und will nicht, dass dein Potenzial vergeudet wird. Das war vielleicht ganz gut, dass ich vorher nichts wusste davon, von der Bruderschaft. Ich fühle mich geschmeichelt. Du hast lange gebraucht. Weiß nicht, was ich sagen soll. Was war auf der Adams Air Force Base geschehen? Im Ödland der Hauptstadt lag die Bruderschaft im Krieg mit einer verräterischen Rebellengruppe, die sich die Enklave nannte. Sie hatten eine mobile Befehlsstelle in den Überresten der Adams Air Force Base eingerichtet, außerhalb von Washington DC. Die Bruderschaft führte einen Angriff auf die Befehlsstelle an, der erfolgreich, aber kostspielig war. Viele Soldaten starben bei dieser Schlacht, darunter auch Paladin Creek. Er hat Geschichte geschrieben. Und ob du es glaubst oder nicht, auch du besitzt das Potenzial dazu. Nur, dass ich meine eigene Geschichte schreibe. Dein Vertrauen in mich schmeichelt mir. Dieses Vertrauen hast du dir selbst erarbeitet. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte und hoffe, es bedeutet dir etwas. Ich hoffe, du behältst das für dich. Einige Informationen waren persönlich und, tja, das sollen sie auch bleiben. Deswegen Schön, hast. dass wir im selben Team sind. Ja, Ich glaube, deswegen. wir können viel voneinander lernen. Aha. Hast du auf dieses Gespräch bestanden, während der Gelehrte neben uns steht? Ganz großartig. Okay, ach komm, wir lassen die Rüstung jetzt Rüstung sein. Ich habe die Waffen mal eben ein bisschen aufgewertet. Jetzt muss man eben kurz gucken, ob ich die wiederfinde. Waffen. Und zwar, die sind natürlich jetzt alle hier bei denen. Die habe ich noch alle ausgewählt. Ich hatte aber hier irgendwie eine. Finde ich die wieder? Ich glaube, die war das. Die macht 31. Wie war das nochmal? Ich lege die mal auf die 1. Da haben wir nämlich relativ viel Muni für. Und alles andere. Okay. Gut, ja, ich habe immer noch nicht verstanden und rausgefunden, was ich hier wirklich machen soll, weil ich kann sonst nichts weitermachen. Es sei denn, wir müssen draußen noch irgendwas gucken. Weil der Gelehrte erzählt nichts. Oder ich habe irgendwas übersehen, aber ich dachte, ich hätte echt alles mir angeguckt und alles gelootet, was irgendwie geht. Ich weiß also nicht, warum. Nein, der Metalleimer! Das ist bestimmt der Grund, warum es hier nicht weitergeht. Ich würde das einfach liegen lassen. Ey, das ist wertvoll. Ich habe gerade meine Sachen damit aufgewertet. Tja, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe hier alles. Hi. Im Polizeirevier Cambridge findet man bei Bedarf Obdach und Vorräte.
Es ist so bescheuert. Ich weiß echt nicht, was ich mit dem noch machen soll. Hier oben an dem PC kann ich gerade nichts mehr machen. Ich könnte höchstens versuchen, mit dem rauszugehen. Vielleicht macht er dann noch irgendwas. Hier ist auch nichts mehr drin und den Terminal habe ich benutzt. Ich habe jetzt sogar schon die Tür wieder zugemacht. Weißt du was? Wir gehen einmal raus. Oh, wir sind überladen. Ach Mann. Und ich habe den Befehl hier nicht mehr drin. Großartig. Ah, das ist immer wieder. Carry weight. Warum nicht? Weil ich es kann. Ha! Hier ist sonst. Bewegung entdeckt. Seltsam. Wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Willst du mich verarschen? Hä? Warum verstecken sie sich? Ich verstecke nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensor meldet feindliche Präsenz. Ja, wo? Wo bist du? Lass mich feindlich sein. Ich habe mich getäuscht. Nein, hast du nicht. Was ist denn hier passiert? Okay, war gut, dass wir nochmal geguckt haben. Hat das der Gelehrte alleine gemacht? Weil hier waren wir ja schon. Da stehen schon wieder Flaschen. Wie kommt das denn? Die hatte ich doch mitgenommen. Halt! Oh, 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 der Löscher. Kann das sein? Aber hört man die dann durch die... jetzt wird er mir nicht mehr angezeigt. Kann das sein, dass der über uns ist? Dann ist er über uns. Gut. Wir gehen einfach erstmal wieder nach oben. Hallo. Der ist bestimmt über uns. Das heißt, wir müssen wieder nach oben fahren. Was anderes fällt mir jetzt sowieso gerade nicht ein. So, Dance kommt nach. Wir fahren nach oben. Nach oben, genau. Über aktive Sensoren, mehr nicht. Er meldet sich. Ist da jemand anwesend? Ja, ist er. Ach, es ist ein Läufer. Da draußen ist was. Wir können uns doch hinhocken mit der Powerrüstung. Habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt. Ja, aber wir hatten hier alles. Ich war da am Terminal dran. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder raus. Zur Not nochmal wieder rein, weil ich weiß sonst echt nicht. Uah! Wer ist da? Wie, wer ist da? Das ist ein Legendärer. Oh, oh, oh. Jawohl. Extremitäten beschädigt. Mhm. Warum schießt du nicht? Und der ist noch nicht tot. Schön, dass Dance nicht mitgefahren ist. Hm, großartig. Der hat uns ja ganz toll geholfen. Oh, das war was Legendäres, verdammt. Okay, ist das unser Problem, dass hier noch Synths auftauchen? Was ist das? Gar nichts.
Wir gehen jetzt mal wieder nach oben. Und dann wieder raus. Was anderes fällt mir jetzt... Mir fällt jetzt nichts anderes ein. Nee, das ist Stans. Sag doch mal was. Hallo. Wenn dumm und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Okay. Ich gehe wieder raus. Ich weiß nicht, was der jetzt hier... Vielleicht haben wir hier auch noch nicht alles mitgenommen, was hier zu diesem Gelände gehört. Das kann natürlich auch sein. Aber wir sollten hier rein. Also von daher... Bin ich jetzt... Echt? Wie der hier hängt. Ach so, und bevor ihr euch wundert, dass sie auf einmal so grün geworden ist, ich habe tatsächlich einen Mod ausprobiert. Jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, aber der begrünt hier alles wieder ein bisschen mehr. Was ich auch eigentlich logisch finde, weil die Natur meistens immer einen Weg findet und sich doch wieder ein bisschen erholt. Und ich finde, das sieht saugeil aus. Die Zerstörung ist trotzdem da und das Verrottete und das alles andere... Jetzt wird mir das hier drinnen angezeigt. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was hier fehlt, nicht da ist. Kommen wir hier hoch? Wir sollen da wieder rein. Oder wie sehe ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich finde, das sieht cool aus. Es gefällt mir. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Warum kann ich nicht in diese Richtung gehen? Guck mal, ich kann. Na, ich kann doch. Warum kann ich nicht in diese Richtung gehen? Nein, unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Oh, das sieht so schön aus. Das sieht so viel schöner aus. Ich meine, deswegen ist trotzdem natürlich noch eine Menge kaputt und tot und keine Ahnung was. Aber aus meiner Sicht wäre das tatsächlich das Logischste. Dass sowas wie solche Gräser oder so auf jeden Fall wieder wachsen und... Was? Achso, ja. Mhm. Das ist aus meiner Sicht wäre das auf jeden Fall logisch. Und deswegen... Also es gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich weiß nicht, was der von mir will. Ich habe doch alles durchsucht. Gut, ich gehe nochmal rein. Ich weiß nicht, was hier los ist und woran es liegt. Wir gehen nochmal rein. Der sagt auch nichts. Er zeigt mir nur diesen blöden Terminal, mit dem ich nur die Tür öffnen kann. Mehr zeigt er mir nicht. Er sagt auch nichts. Und wenn ich ihn anspreche, erzählt er nur irgendeinen Mist. Jetzt hatte ich gedacht, dadurch, dass die Synths aufgetaucht sind, müssten wir das nur mal eben nochmal freiräumen, mehr oder weniger. Und dann ging es weiter. Aber das, da ist ein Emaille-Eimer. Ich sehe ihn doch. Ich sehe dich. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ort. Okay. Und ein Benzinkanister. Was willst du mit diesem Müll? Siedlungen aufbauen. Das, was die Bruderschaft vielleicht auch vermehrt tun sollte. Um den Menschen wieder mehr Sicherheit zu geben. Damit könnte man Menschen auch in Anführungsstrichen wieder unter Kontrolle bekommen, ganz klar. Also das Ganze nochmal. Wir kommen jetzt hier rein und müssen wieder runterfahren. Ihr kommt nach, ne? Hä? Was? Wieso ist die Luke eben aufgegangen? Ich hab nichts gemacht. Was hat... Hä? Ich sag da nichts zu. Ich sag da nichts zu. Und schon wird mir der PC da wieder angezeigt. Macht mich wahnsinnig. Ist das buggy? Ich meine, muss es ja buggy sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Halt!
Jetzt ist da ein technisches Dokument drin? Willst du mich verarschen? Ich benutze den Terminal. Offline, das ist offline. Und das andere ist nur die Sicherheitstürsteuerung. Ich verstehe das nicht. Verriegelt. Ja, ich öffne die Tür meinetwegen auch wieder. Türen werden geöffnet. Wow. Großartig. Status aktiv. Toll. Und dann ist die Tür wieder auf. Und es wird mir immer noch angezeigt. Ich weiß es nicht. Aber das technische Dokument war da vorher nicht drin. Das abgenutzte Klemmbrett ist auch nie ausschlaggebend, ne? Boah, ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich schreibe mal eben auf, bei wie viele Minuten wir jetzt gerade sind. Ich würde sagen, ich gucke jetzt nochmal, obwohl ich jetzt schon ein paar Mal geguckt habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zur Not muss ich das beiseite schieben, dann kann ich ihm halt nicht helfen. Dann sage ich einfach bis gleich. Ja, jetzt die technischen Unterlagen kann ich jetzt... Aber das, die, sind ja, die sucht ja nicht er. Die sucht ja Proctor Quinlan. Hallo. Die Synths, die wie Menschen aussehen, sind die schlimmsten. Die verstecken sich direkt vor unseren Augen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, dann können wir die jetzt nicht... Aber den werde ich den Gelehrten auch nicht los. Der verfolgt uns dann ja, oder? Das ist ja großartig. Dass die technischen Dokumente jetzt auf einmal drin waren im Schreibtisch, das war schon jetzt gerade merkwürdig. Aber irgendwie... ich weiß es nicht. Und hier ist auch sonst nichts weiter. Ich habe keine Ahnung. Es wird mir tatsächlich immer wieder an diesem einen PC angezeigt. Bürgermeisterunterschlupf ist abgeschlossen, ja. Sollen wir einfach wieder zurück? Ja, komm. Wir reisen jetzt einmal wieder zum Flughafen zurück. Weil ich habe jetzt die technischen Dokumente, ja, aber Daten habe ich nicht. Und er sagt auch nichts zu den Daten. Also von daher, ich weiß es nicht. Ist das irgendwie verbuggt oder sowas? Sonst reise ich jetzt eben einmal wieder zum Flughafen zurück und vielleicht dann nochmal wieder dahin. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Gut, dann machen wir eine Schnellreise mal eben wieder zum Flughafen. Zurück zum Flughafen. Ja. Oh, Dogmeat. Dogmeat. Du süßer Kleiner. Hunde. Mann, ist Dogmeat eventuell eine Hündin? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Oh, Dogmeat. Ich muss Dogmeat unbedingt wieder mitnehmen. Dem gefällt alles, was wir machen. Das ist das Schöne daran. Das ist wie bei Dragon Age Origins. Schnuffi, der liebt alles, was wir tun. Oder Alistair. Je nachdem. Lancer Captain Kells ist einer der besten Offiziere, unter denen ich je dienen durfte. Ja, toll. Großartig. Der bleibt mir jetzt am Arsch kleben, ne? Ja. Jetzt sag mir mal, was ich mit dir machen soll. Ich habe den jetzt, ich kann ihn doch nicht durch ganz Fallout schleppen, hier durch ganz Fallout 4 schleppen. Oh.
Out of order. Kann man auch nichts machen, ne? Ist hier sonst so irgendwas? Ich meine, muss ich den jetzt die ganze Zeit mit mir mitschleppen, nur weil ich die Quest nicht beenden kann? Das kann es doch eigentlich nicht sein. Da ist zu. Ich weiß, er folgt mir jetzt nicht, aber er bleibt mir am Hintern kleben, also von daher. Nehme ich gerne. Das nicht so. Nein. Nicht so. Was? Fehlgeschlagen? What? Willst du mich verarschen? Wieso ist die fehlgeschlagen? Warum ist die fehlgeschlagen? Nicht so und er heult? Fehlgeschlagen? Wie bitte? Wir waren im Bürgermeisterunterschlupf in Boston. Was für ein Scheiß ist das denn jetzt? Boah, das macht mich jetzt irgendwie sauer. Das kann doch nicht angehen. Jetzt im Ernst. So, wenn wir jetzt zu Quinlan gehen, was passiert dann? Fehlgeschlagen. Willst du mich verhohnepiepeln? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann, also weißt du, ich... Das kann doch nicht. Das kann doch nicht angehen. Dann fängt auf einmal an zu heulen, sagt nicht so und dann das. Wir waren da. Also das weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse. Oder ob ich dann eventuell einen früheren Speicherpunkt mir nehme und versuche, Strahlungswerte sind. Das Ganze nochmal zu machen. Das ist doch... Wow, mega ätzend. Echt, Mann, was für Heulsusen sind die gelehrt. Nicht so! Was denn? Ich war doch nur auf dem Parkdeck. Wenn ich jetzt versucht hätte, ein Auto einzuparken, dann hätte ich ihn vielleicht noch verstanden, weil er gesagt hätte, nicht so! Aber, ach, Mann, das kann doch nicht sein. Das ist doch... Achtung an sämtliches Personal. Ich bin enttäuscht, dass ich das ansprechen muss, aber ungenehmigter sozialer Kontakt mit den Bewohnern des Commonwealth ist strengstens verboten. Mhm. Jeder, der an derartigen Verbrüderungen teilgenommen hat, sollte sich umgehend bei Ritter Captain Kate zur Dekontaminierung melden. Mhm, okay. Das wäre alles. Großartig. Quinlan. Ah, du bist zurück. Wie lief es mit dem Gelehrten? Der Trottel wurde getötet. Was? Hat er doch nicht? Was? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Dann geh zurück und finde es raus. Proktor Quinlan. Ah, du bist zurück. Wie lief es mit dem Gelehrten? Der ist nicht tot. Er ist nicht... Okay, wir sehen uns einfach gleich wieder. Ich versuche das Ganze einfach nochmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi.